Johannes, wir machen heute mal die ganz große Aufklärung direkt. Man denkt ja immer, Johannes Oerding, der lebt in Hamburg. Bin ich Erster? Du bist Erster, du bist jetzt dran. Mach dich parat. Ja, man verortet dich ja da oben, man weiß zwar irgendwie, du kommst vom Niederrhein, aber du hast uns heute verraten, eigentlich bist du ganz Nordrhein-Westfalen in einer Person. Ja, genau. Fälschlicherweise denkt man, ich würde aus Hamburg kommen, aber ich lebe da nur seit 20 Jahren. Okay, ich bin aber in Münster geboren. Ich bin am linken Niederrhein, ganz wichtig, linker Niederrhein groß geworden. Meine Mutter oder die ganze mütterliche Seite kommt aus Recklinghausen-Datteln. Und Vater kommt aus dem Düsseldorfer Raum. Also ich habe eigentlich alles drin, was das man hier in NRW braucht. So sieht Nordrhein-Westfalen aus. Ja. Das muss man an der Stelle mal... Gut, du musst noch irgendwo Köln einbauen, ist dir aufgewacht. Aber du hast dich mal lange in Köln rumgetrieben, auch das stimmt, du bist viel ausgegangen in Köln. Zur Ehrenrettung jetzt, für alle, die hier schon ein bisschen gestöhnt haben. Ne? Ich denke, es ist verjährt. Ich bin früher Skateboard gefahren auf der Domplatte und habe die einen oder anderen Platzverweis auch bekommen. Aber das wegen Raudi-Turms vor der Domplatte? Kann sein, dass da mal hier und da was kaputt gegangen ist. Aber das deswegen ist er immer eingerüstet. Immer wenn der Oerding da war. So, und so läuft es nämlich hier. Johannes, ich habe gedacht, wenn du schon mal hier bist und du bist ja immer Musiker, wir hören erst mal ein bisschen deine Musik, damit wir so warm werden, damit wir gleich in Stimmung für dich sind. Ja? Gerne, komm, gerne. Machen wir direkt mal. Er wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Doch wir beide bleiben nicht stehen, bis wir uns wiedersehen. Immer schön. Ja, ne? Also, ich habe es zu meiner Rechten vernommen. Vicky hat mitgewippt. Also, Kompliment von höchster Stelle. Es ist quasi abgenommen. Ja, aber schon lange. Ich bin ein Fan von Johannes. Moment. Danke gleichfalls. Ich kenne alle seine Lieder. Ja, da gehe ich doch, also da gehe ich von aus, aber ich wollte es natürlich hier auch noch mal ausgesprochen. Okay, ja, ja, so ist es. Was ich jetzt gerade schön fand, Johannes, dass du gesagt hast, ist schön, das zu sehen. Ja, also nicht nur, weil es ja rar geworden ist in den letzten Jahren, aber und es wieder geht. Nee, ich gucke das einfach gerne. Ich gucke mir auch gerne Konzerte von anderen Menschen an. Also nicht nur live, sondern auch tatsächlich, wenn ich zu Hause sitze und abends ein bisschen Langeweile, dann suche ich bewusst nach Live-Konzerten, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, gerade auch für einen Musiker, die Essenz des Ganzen, warum man überhaupt mal irgendwann angefangen hat, geübt hat, im Proberaum, im Keller irgendwo und dann aber auch rausgekommen ist. Und deshalb liebe ich das sehr, einfach Live-Konzerte zu sehen. Ist auch so eins zu eins. Ne? Man hat eine sofortige Reaktion ja auch für die Arbeit, die man macht. Jetzt wird es im August ein ganz besonderes Konzert geben. Du bist sowieso mit deinem Album auf Tour. Open Air, so wie man das gerade gesehen hat. Aber du, im Grunde trittst du auf deinem alten Sportplatz auf. Richtig. Warte, Geldernkapellen, richtig? Ja, Geldernkapellen, am, wie gesagt, linken Niederrhein, ein kleines idyllisches Dorf. Wie viele Einwohner normalerweise, wenn du nicht da bist? 2436 ohne mich. Okay. Das heißt, wie viele werden es denn dann für den Abend sein, wenn du da bist? Dann sind es 14.000 mehr. Ach komm. Ja. So ein Riesending macht ihr da. Ja, ich wundere mich selber, dass das war so eine fluxe Idee, weil ich schon viele Jahre irgendwo in der Region immer gespielt habe, aber ich eben noch nie in meinem Heimatdörfchen gespielt habe. Das war immer in meinem Kopf und jetzt war irgendwie der richtige Moment zu sagen, wollen wir es mal umsetzen? Und dann gibt es da halt nur den Sportplatz, wo genug Platz ist und haben dann alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und das Lustige ist, es ist wirklich hinter dem Garten meiner Eltern ist der Sportplatz. Das heißt, die wissen noch nicht, worauf sie sich eingelassen haben. Das Gute ist, man kennt alle vom Amt und so. Das heißt, es geht gut von der Hand, aber ich glaube trotzdem, dass es sehr chaotisch wird. Ja, und ja. Natürlich für deine Eltern wahrscheinlich unglaublich besonders, wenn der Sohn da so quasi ums Eck auftritt. Aber du haust ja danach auch ab, glaube ich. Ne? Du bist an dem Abend noch weg. Ich bin an dem Abend weg, aber was meine Eltern gestern erst erfahren haben, wir kommen einen Tag vorher schon und machen quasi eine Pre-Show-Party bei
denen. Euch im Garten? Ja. Nein, aber euch im Garten. Das habe ich meiner Mutter offenbart. Die war, gleich, da müssen wir hier den Metzger anrufen. Der muss Grillfleisch. Wie viel kommen denn? Ja, so 30. Oh Gott, oh Gott. Und da war natürlich, jetzt geht die Planung los. Geht richtig alarmlos jetzt. Jeden Tag gibt es einen Anruf. Wie viel sind es denn nun? Ja, du bist. Aber weiß sie denn von den 14.000 schon? Ja, das haben die mitbekommen. Mama, ich muss dir noch was sagen. Mein Vater verkauft ja in der Praxis, er ist ja auch noch Landarzt, mit meinem Bruder zusammen, die verkaufen auch Tickets in der Praxis. Na wirklich? Ja. Also kann man statt Zeitungen durchblättern? Das ist ja wunderbar. Wie ist das? Du warst gestern zu Hause, ne? Wenn du nach Hause kommst, bist du dann sofort Sohn? Ja, würde ich schon sagen. Ich erwische mich auch dabei, dass ich immer den gleichen Ablauf habe, wie wahrscheinlich die meisten Kinder, die nach Hause kommen. Das Erste, was ich mache, ich komme rein, gucke in den Kühlschrank. Was ist da? Ist da irgendwo? Was muss für dich drin sein? Irgendwie so ein Stück Käse oder ein Stück Wurst, irgendwas, das man so wegsnacken kann. Aber nie spezifisch, oder? Man guckt einfach nur so rein, so wie man in der Bahn so aus dem Fenster guckt. Wobei, wie sieht dein Kühlschrank in Hamburg aus? Leerer und mit, ich würde mal sagen, mit mehr Flüssigkeit drin. Ah ja. Also eher mehr Flaschen als Weichteile. Ah ja, okay. Und dann geht man halt so rein, macht den Kühlschrank auf, dann gibt es ein kurzes Gespräch. Da ich ja aus diesem medizinischen Haushalt komme, gibt es meistens zwei Komplimente von meinem Vater. Das eine ist: Bist du erkältet, du klingst krank, oder aber du bist aber dicker geworden. Und dann gehe ich eigentlich im Anschluss zur Süßigkeitenklappe. Ja, für den Ausgleich. Das ist eigentlich für die Neffen und Nichten gedacht, sind ja 8 Stück. Da mache ich auch nur so auf und gucke einmal rein, ob noch alles wie früher ist. Und danach gucke ich meine Mutter flehend an und frage sie, ob sie mir für ein Kölner Treff das Hemd noch mal bügeln kann. Und dann habe ich alles. Ist das? Und hat sie gemacht. Ja. Hat sie gemacht. So ist das mit der Mama. Deine Familie, also im Grunde auch deine Geschwister, alle da geblieben, ne? In der Region so ein bisschen, und du bist der abgehauen ist, quasi in die große Welt aufgebrochen ist? Das ist tatsächlich so. Ich habe 4 Geschwister, die alle natürlich auch mittlerweile großen Anhang haben, und die sind nicht nur alle in diesem Dorf geblieben. Teilweise wohnen die auch so richtig nah dran an meinen Eltern. Wie du das so sagst, würde es für dich nicht in Frage kommen. Ja, nee, ich war ehrlich gesagt sehr, sehr froh, als ich einen Führerschein hatte. Ja, aber das ist tatsächlich so oft in ländlichen Gegenden. Das muss man mal zu deinem Inschutznamen sagen, dass man dann schon das Bedürfnis hat, mal ein bisschen rauszufahren. Und dann in Köln zum Beispiel auf der Domplatte. Mit dem Wochenendticket, schön, das gab es damals noch dahin. Schön hinzubrettern. Sag mal, du hast deinen Papa gerade schon angesprochen. Ja. Ihr habt offensichtlich ein spezielles Verhältnis, zumindest eins, wo interessanter Austausch stattfindet. Du hast einen Song für ihn gemacht auf deinem Album, das heißt 1:1-Gespräch. Genau. Wir hören mal kurz rein, dann haben wir so eine kleine Basis. Du hast es für ihn geschrieben und dann sprechen wir mal darüber. Ich schreibe diese Zeilen, verpackt in einem Lied, weil dieses 1:1-Gespräch uns beiden einfach nicht liegt. Denn ich will, dass du es hörst, bevor es vielleicht nicht mehr geht. Denn ich will noch was loswerden, außer fuck, jetzt ist es zu spät. Hast selten an dich selbst gedacht, immer an andere und die Familie. Wir Kids hatten's gut. Genug Bäume, ein Haus und ein Hund in der Diele. Das 1:1-Gespräch. Fasst dich das ein bisschen an, wenn du dir selber zuhörst? Das immer eigentlich. Ich sollte mich. Also, nein, ich meine, dass man sich selber hört. Glaube ich, wird man nie so richtig akzeptieren, sage ich mal. Man denkt, man klingt anders. Aber daran habe ich mich doch ein bisschen gewöhnt. Das ist aber ein Song, den ich eigentlich so für mich auf ein Album gepackt habe, in der Hoffnung. Oder ich dachte, das ist ja mein Song, den packe ich da drauf und den kriegt schon keiner mit. So. Und dann stellte sich aber raus, dass doch die Leute das ganze Album durchhören bis zum Ende und auch über diesen Song stolpern. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Resonanz oder Feedback zu einem Song überhaupt bekommen. Liegt natürlich daran, dass die meisten Menschen Eltern haben oder Eltern sind oder Eltern hatten.
Ich habe meinem Vater aber auch gesprochen, nicht ganz so viel immer darüber zu reden. Mhm. Aber er hat es angehört. Auf jeden Fall. Er musste. Ich habe meine Mutter beauftragt. Weil ich, wie gesagt, die Vorstellung war für mich irgendwie auch nicht so entspannt, dass ich da hingehe. Ich muss die Schüler mal den Song vor und sitze dann daneben. Deshalb wurde meine Mutter beauftragt. Der älteste Neffe sollte eine Bluetooth-Box aufbauen, musste alles technisch einrichten. Und meine Mutter hat dann gesagt, so, wenn der Zeit hat, soll er mal hören. Ich brauche ein Go, ob ich den überhaupt veröffentlichen darf. Weil ich finde es immer schwierig, über Dritte zu singen. Mhm. Es sei denn, es sind Ex-Freundinnen oder Freunde. Da kann man draufhauen. Aber es ist ja schon so ein bisschen euer Thema, ja. dass ihr wahrscheinlich nicht so in dem Maße gesprochen habt, wie du es dir vielleicht auch manchmal gewünscht hättest. Man kann es auch auf die Generation runterbrechen oder auch auf ein spezielles vielleicht Vater-Sohn-Verhältnis. Ich habe das ganz viel in meinem Freundeskreis, merke ich das, oder eben auch anhand der Zuschriften auch, dass das vielen wohl so geht, dass man ja auf andere Art und Weise kommuniziert, um das mal diplomatisch auszudrücken. Weiß nicht, Judith, du hast ja auch ein ganz spezielles Verhältnis zu deinem Vater gehabt, ein sehr inniges. Habt ihr nur Leidenschaft, wie zum Beispiel für den Gesang geteilt, oder konntet ihr auch über alles reden, oder ist das so ein Generationenthema? Mein Vater war pures Herz und er war ja Sänger auch, und Sänger sind ja meist doch sehr, sehr emotionale und outspoken Leute, und der hatte drei Töchter, ich habe noch zwei jüngere Schwestern, und er war immer sehr offen mit seiner Liebe, dass ich dachte, alle Menschen sind so, und dann gehst du raus und merkst, oh, andere Menschen sind doch zurückhaltender. Okay, also hast du schon ein bisschen andere Erfahrungen da gemacht. Ja. Aber also pures Herz ist mein Vater auch, das muss ich mal feststellen. Aber es muss nicht alles raus? Er ist kein extrovertierter Mensch. Aber wenn ich das so richtig zwischen den Zeilen gelesen habe, ist es vielleicht bei dir auch so, dass du besser über Gefühle zum Beispiel singen kannst als sprechen kannst? Ich glaube, genau das ist ein großer Grund, warum ich letztlich auch Lieder schreibe oder Musik mache. Ich habe offenbar kein Problem damit, das vor vielen tausend Menschen auf einer Bühne zu erzählen, was mich bewegt. Aber also im 1-zu-1-Gespräch brauche ich da ein bisschen länger auch für. Also doch ein bisschen Papa in dir auch dann. Ja. Wir hören gleich einen Song von dir, den finde ich auch ganz interessant, weil ich habe vorhin ja schon zu dir gesagt, du bist ja eigentlich noch ein junger Kerl. Es geht aber so ein bisschen um die Zeit, die so vorbeistreicht, dass einem das so bewusster wird, welche Momente schon vorbei sind, welche Phasen. An welchem Punkt bist du da gerade? Wie nimmst du das wahr oder wo kommt das hoch, dass du das merkst? Ich denke mal, ich bin so ein bisschen in der Mitte gerade. Mhm. Und ich merke das tatsächlich auch am Songwriting, also worüber ich schreibe. Ich glaube, als ich ein junger Künstler war und junger Musiker, da habe ich sehr viele Texte geschrieben, sehr viele Geschichten, die eher so nach vorne gerichtet waren. Also immer mit Drive nach vorne. Was will ich noch erreichen? Wo will ich hin? Was ist hinterm Horizont? Und dergleichen. Und jetzt merke ich schon so mit Anfang 40, dass man hier und da schon mal eine Bilanz zieht, nach hinten guckt. Was habe ich geschafft? War das alles sinnvoll? War das gut? Was kommt denn noch? Also es ist tatsächlich so ein In beide Richtungen sehender Blick eigentlich. Hast du ein bisschen Fotoalben durchgeblättert, hast du uns schon verraten, zu Hause auch, ne? Wo das nochmal so alles an einem ein bisschen... Wenn man zu Hause ist, dann sieht man natürlich auch viele alte Fotos und guckt, und dann merkt man, bist doch keine 14 mehr. Nein, aber so sehe ich mich ja, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja, natürlich. Man fühlt sich auch von drinnen immer so, als ob viele Sprünge gar nicht stattgefunden hätten. Aber es ist dann leider doch so. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist, Johannes. Wir werden dich nachher live hören mit einem Song, den du noch nicht live gespielt hast. TikTok werden wir gleich hören. Und freuen uns, dass du auch so offen mit uns über dein Zuhause gesprochen hast. Gerne. Vielen Dank dafür. Gerne. Dankeschön.